Jawohl, hallo zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stellaris, von unserem Let's Play mit dem tausendjährigen Reich, von dem wir uns natürlich politisch hier im Let's Play absolut distanzieren. Wir wollen lediglich das Ganze künstlerisch aufarbeiten, wie es zum Beispiel die X-Men oder das MCU auch tun. Gut, wir spielen direkt weiter und ja, genau, wir haben drei Forschungsschiffe unterwegs aktuell und oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf Barnard Star 4 gibt es eine Alien-Wandmalerei. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Barnard Star 4 entdeckten Wissenschaftsoffizier Lee Ordwurm und die Besatzung der ISS Pythias einen anscheinend zugeschnittenen, mit Alienschrift bedeckten Felsbrocken. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alienaktivität auf dem Planeten gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Texts vorbereitet. Oh mein Gott. Situation Log updated. Es gibt tatsächlich Aliens. Oder es gab sie zumindest. Unfassbar. Wir haben gewissermaßen Relikte von tatsächlichen Alien-Zivilisationen gefunden. Unglaublich. Das ist, denke ich mal, eine Nachricht, die sich auf der Erde wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Wochenschau wird davon berichten. Genau. Und wir werden die Alien-Wandmalerei auch gleich übersetzen dann. Mit demselben Forschungsschiff hier. So. Mit der ISS Pythias. So, sehr gut. Auf der Erde haben wir jetzt Arbeitslose. Das bedeutet jetzt, wir sind langsam dringend mit einem weiteren Gebäude. Das ist ein autochthones Monument. Ein Monument zu Ehren der ersten Pioniere, die zu den Sternen fuhren. Kulturarbeiter machen aus Konsumgütern Einigkeit und Sozialforschung, okay? Grundsätzlich nicht schlecht, natürlich. Gerade für uns. Habe ich das eigentlich schon gesagt, wie unsere Spezies aussieht? Ich glaube nicht. Habe ich im Abstimmungsvideo gesagt. Also, das wird, denke ich mal, auch dann in der Playlist zu finden sein. Ja, wir sind natürlich kontinental angepasst, erfinderisch, intelligent, stark. Aber auf der anderen Seite auch streitsüchtig, Einigkeit von Jobs minus 10% und abstoßend, Dienstleistungen von Arbeit minus 20% sogar. Also das stelle ich mir so vor, wir sind erfinderisch, intelligent und stark, weil wegen der, sag ich mal, großen Euthanasie und streitsüchtig und abstoßend, eben, ja, streitsüchtig ist so ein bisschen die Mentalität der Menschheit und abstoßend, weil ja, durchaus die Menschheit so ein bisschen gezeichnet ist durch diesen Massenmord an der eigenen Sippe. So. Kontaktbericht Überreste. Die Verwaltung auf der Erde erhielt den Bericht über die Alien-Überreste mit einiger Besorgnis. Die Reste werden nun von vielen als definitiver Beweis dafür gesehen, dass in der Galaxie einst unbekannte Mächte aktiv gewesen sind. Manche führenden menschlichen Denker weisen dies zurück und bezeichnen die Spuren als außergewöhnliche Bodenformationen oder Folgen merkwürdiger Naturphänomene. Okay, bemerkenswert, natürlich. Aber wir sehen, es ist durchaus bei uns auf der Erde angekommen und hat wohl eingeschlagen wie eine Bombe. So, und die ISS India, ein neues Konstruktionsschiff, wird nun Forschungsstationen erstmal im Sol-System bauen. Und dann, denke ich mal, werden wir auf der Erde etwas bauen. Und zwar möchte ich als erstes tatsächlich Verwaltungsbüros bauen. Es gibt zwei Bürokratenjobs und Bürokraten machen aus Konsumgütern Verwaltungslimits. Das ist sehr wichtig, denn wenn wir über das Verwaltungslimit drüber gehen, das liegt aktuell bei 55 und das hat man ganz schnell erreicht. Also gerade wenn man dann eine zweite, dritte Kolonie hat, geht es ganz flugs. Und deswegen Verwaltungsbüros, damit wir eben dieses Verwaltungslimit schon mal erhöhen. Genau. Dann als zweites würde ich dann ganz gerne entweder Forschungslabore oder so ein autochthones Monument bauen.
Autochtones. Genau. Beobachten wir mal. Oh. Die ISS Colorado konnte keine Bergbaustation in Jumla bauen. Okay. Ja klar, okay. Unsere Mineralien sind uns ausgegangen. Ja. Gut, dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen warten. Verfolgen wir mal hier die ISS Einstein. Die erkundet gerade Roballius, eine karge Welt. Die können wir auch nicht terraformieren, die ist tatsächlich karg und leer. Und wir haben einen verlassenen Vergnügungspark auf Alpha Centauri 1, okay? Das Gebäude auf Alpha Centauri 1 sind nicht so alt, wie wir zuerst angenommen haben. Es scheint sich um einen Spielplatz oder einen Vergnügungspark zu handeln. Wissenschaftsoffizier Alfred Silverstone stellt fest, dass viele der Vorrichtungen hochkomplexe Werke sind, von denen wir noch viel lernen können. Zudem war dies in den Alien-Augen der Konstrukteure vielleicht eine modernste Sensormatrix oder sogar ein gigantisches Kunstwerk. Für uns Menschen aber sieht das hier mehr wie ein Ort aus, zu dem man seine Kinder mitnimmt, damit sie Spaß haben. Ja, verblüffend. Wir halten Sozialforschung und Ingenieurforschung. Sehr schön. Immerhin etwas. Und die ISS Sojourner erkundet weiter dieses Planetensystem. Okay, und die ISS Colorado darf mal hier die Bergbaustation jetzt bauen. Gut. Special Project complete. Wissenschaftsoffizier, gehen wir mal hin. Wo befinden wir uns? In Barnard Star. Hier, genau. Wissenschaftsoffizier Lean Adwam konnte die auf Barnard Star 4 gefundene Alien-Wandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Es handelt sich um eine Gedenktafel für eine ausgestorbene Alienrasse, die in dieser Region der Galaxie einst ein kleines interstellares Reich unterhielt. Oh mein Gott! Es gab also... Das ist jetzt wirklich der endgültige Beweis. Anscheinend wurden sie von den Schaffern der Gedenktafel ausgelöscht. Eine Tatsache, dass diese selbst... Ich kann gerade nicht lesen. Also nochmal von vorne. Es handelt sich um eine Gedenktafel für eine ausgestorbene Alienrasse, die in dieser Region der Galaxie einst ein kleines interstellares Reich unterhielt. Anscheinend wurden sie von den Schaffern der Gedenktafel ausgelöscht. Eine Tatsache, die diese selbst zu bedauern scheinen. Und die haben dann halt wohl für die, die sie getötet haben, eine Tafel aufgestellt. Angesichts der Tatsache, dass die Gedenktafel älter als 300 Millionen Jahre ist, sind ihre Schaffer mittlerweile wahrscheinlich ebenfalls ausgestorben. Das vielleicht Interessanteste an dieser Geschichte ist das Material, aus dem die Gedenktafel gefertigt wurde. Denn trotz ihres Alters ist sie in bemerkenswert gutem Zustand. Das ist toll, ja? Lean Adwam erhält 200 Erfahrung und wir erhalten Ingenieurforschung. Wunderbar. Und wieder mal wurde ein Flottenbefehl widerrufen, weil wir keine Mineralien mehr haben. ISS India. So, ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Und zwar Kiaoshima. Oder Sima. Kiaoshima. Was kommandiert hier die ISS Einstein? Okay. Sehr gut. Unsere Kommandanten werden immer besser. Und wir haben eine archäologische Stätte entdeckt, okay? Wo? Auf Roballius. Alles klar. Scans von Roballius 4a haben eine künstliche Kammer tief unter der Oberfläche aufgedeckt. Zweck und Herkunft unbekannt. Eine Vergrößerung zeigte einen Schacht, der von der Oberfläche zum unterirdischen Gewölbe führte. Für eine weitere Analyse muss eine Expedition auf die Oberfläche von Roballius 4a gesendet werden. Alles klar. Werden wir vielleicht bei Gelegenheit dann mal tun. Jetzt erstmal hätte ich hier gerne die Forschungsstation gebaut. Wunderbar. So, wir haben 500 Energie-Credits. Das ist auch schon mal gut. So, Bauvorhaben abgeschlossen. Die ISS Colorado
hat im Orbit von Joomla 5a den Bau der Bergbaustation abgeschlossen. Genau, wunderbar. Damit ist hier nichts mehr zu bauen im Joomla-System. Ist auch ein eher kleines Sternsystem, muss man dazu sagen. Wir haben hier eine geschmolzene Welt, einen Gasriesen, eine karge Welt, genau. Dann hier eben ja einen Mond, hier einer auch kargen Welt, ne? Genau. So. Die Frage ist, können wir einen weiteren Außenposten bauen? Das wäre jetzt das Entscheidende. So. Alfred Silverstone hat auch die Stufe 2 erreicht, okay. Und ich tendiere fast dazu, ein weiteres Forschungsschiff zu bauen. Naja. Ich denke, 3 reichen erst einmal. Wir werden dann sehen, falls wir tatsächlich nicht hinterherkommen oder eine archäologische Stätte ausgraben, wie die hier in Roballius dann, werden wir eventuell ein viertes Forschungsschiff vorübergehend bauen. So, Roballius pulsiert stetig und seine Helios-Eismologie weist auf eine Zusammensetzung hin, die viel dichter als ursprünglich erwartet ist. Was könnte für diese Dichte verantwortlich sein? Man weiß es nicht, aber Kiaosima wird es herausfinden. Und zeitgleich bauen wir auf der Erde weiter an unseren Verwaltungsbüros, damit hier der arbeitslose Mensch wieder Arbeit finden kann. Sehr gut. Oh, und das System Alpha Centauri ist erkundet. Und wir sehen hier extrem reiche Mineralvorkommen. Vor allem auf Alpha Centauri B1. Einer geschmolzenen Welt. Wahnsinn, ein chthonischer Planet, was heißt das? Dieser Planet war einst ein Gasriese. Aufgrund seiner Nähe zu seinem Stern wurde aber die dicke Atmosphäre verbrannt. Nun ist nur noch ein super dichter und mineralreicher metallischer Kern übrig geblieben. Okay, krass. Was ist das hier? Eine karge Welt. Kann man die terraformieren? Nein. Der hat einen Asteroidengürtel. Okay. Vielleicht hatte dieser Planet einst einen Mond, der durch eine Katastrophe vernichtet wurde. Oder aber seine Orbitaltrümmer sind niemals ganz miteinander verschmolzen. Was auch der Grund sein mag, dieser Planet ist auf jeden Fall von einem Gürtel aus kleinen Asteroiden umgeben. Okay. Sehen wir die? Oder wird es nur gesagt? Es wird nur gesagt, okay. Hier gibt es noch einen Gasriesen, Alpha Centauri B3. Und Proxima Centauri ist ohne jegliche Ressourcenvorkommen. Dann schicken wir mal die ISS Colorado. Du hier erforscht hier noch das Spezialprojekt, gell? Das kann noch eine Weile dauern. Schicken wir mal die ISS Colorado nach Alpha Centauri und bauen hier eine Sternenbasis Außenposten. Damit auch das unserem Reich hinzugefügt wird, dem tausendjährigen Reich. Und unser reformerischer Führer, Albert Müller. So. Der freut sich über die Ausbreitung, wollte ich sagen. So. Von der Oberfläche her scheint Roballius ein gewöhnlicher weißer Zwerg zu sein. Der Stern verbirgt allerdings ein faszinierendes Geheimnis. Durch die Untersuchung der Schwingungen von Roballius konnte die Crew der ISS Einstein herausfinden, dass seine Zusammensetzung fast vollständig aus kristallisiertem Kohlenstoff besteht. Kristallisierten, doch, ist schon richtig. Dieses astronomische Kristallgitter scheint sich gebildet zu haben, als der Stern abgekühlt ist und sein ursprünglich aus Gasschmelze bestehender Kern im Laufe der Zeit nach außen wuchs. Roballius ist ein Diamant mit kosmologischen Proportionen, der hinter einem weißen Schleier aus Sauerstoff und Helium vor sich hin glitzert. Faszinierend, ja. Wir erhalten ein bisschen Physikforschung. Sehr interessant. 7 Physikforschung gibt es jetzt hier schon. Das ist wirklich ein interessanter Planet. Beziehungsweise ein interessanter Stern hier. Klasse. F-Stern. Sehr interessantes Planetensystem. Gut. Und ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Gouverneur Fernando Flores. Sehr schön. Der verwaltet den Erdensektor, genau. Und das Alpha Centauri-System ist vollständig erkundet worden. Das wissen wir schon. Und
Wir haben genügend Einigkeit zur Annahme einer neuen Tradition. Und ich denke, dann nehmen wir die unendlichen Weiten. Da erhöht sich unsere Erkundungsgeschwindigkeit nochmal um 35% und die Rückzugschance von Forschungsschiffen steigt um 50. Sehr gut. Construction complete. Hier gibt es eine potenziell bewohnbare Welt, eine tropische Welt. Ja, wir werden sehen, ob wir die tatsächlich bewohnen wollen oder nicht. Und auf der Erde können wir ein weiteres Gebäude bauen und ich tendiere fast, wenn wir genügend Mineralien dazu haben, tendiere ich fast zu einem Forschungslabor tatsächlich. Wir werden sehen. Okay, ein Bauvorhaben ist abgeschlossen. Genau, in Triton wurde eine Forschungsstation gebaut. Damit ist diese Flotte auch arbeitslos. Ziehen wir mal die Flotte gleich, beziehungsweise dieses Schiff, die ISS India. Ziehen wir die mal nach Barnard Star. Das finde ich ist ganz gut. Dann können wir hier auch gleich eine Basis bauen. Dann haben wir dieses Dreieck gleich mal für uns gesichert. System Survey complete. Okay. Barnard Star ist vollständig erkundet worden. Sehr gut. Und die ISS Pythias darf dann mal hier unten weiter erkunden. Wie wollen wir das machen? Die Frage ist, gibt es hier keine Verbindung nach unten? Keine Hyperraumroute? Weil wenn ja, dann würde ich fast sagen, wir erkunden danach da gleich weiter. Dieses Forschungsschiff erkundet hier weiter, das ist gut. Dieses Forschungsschiff, nachdem Rubalius erkundet ist, darfst du hier weiter erkunden. Denn wir müssen ja, warte mal, wir können dann gleich mal hier System aufdecken. Und hier dann das System erkunden, damit wir diese Systeme abklappern. Und nachdem du dieses System erkundet hast, darfst du auch gleich hier das System erkunden. Wir müssen nämlich ganz dringend diese religiösen Fanatiker ausrotten. Mitglieder eines Extremistenkults, der sich der Final Crucible nennt, versuchen unsere Regierung zu unterwandern und die Bevölkerung zu ihrer verzerrten Religion zu konvertieren. Nachdem sie auf dem Planeten Erde über Jahrhunderte ihre Macht aufbauten, sind ihre Anführer nun in den Weltraum geflohen, um von dort ihren Kreuzzug gegen uns fortzusetzen. Es wäre jetzt halt super wichtig. Wir müssen unsere Flotte ausbauen. Früher oder später. Warten wir vielleicht. Na, wobei. Bauen wir gleich mal eine Korvette noch. Stopp mal. Wir können keine Korvetten bauen, wenn wir hier Außenposten bauen wollen. Die kosten auch Legierung. Vielleicht sollten wir eine Legierungsgießerei bauen. Aber ihr seht es, wir haben 77 Verwaltungslimit jetzt bei 35 Reichsausbreitung. Insofern, war schon sehr wichtig, dass wir hier nochmal Verwaltungsbüros gebaut haben. Und die Frage ist jetzt halt, eine Legierungsgießerei hinterher. Allerdings kostet das auch wieder Mineralien. So, das Robalius-System ist vollständig erkundet worden. Gut. Und ja, die ISS Einstein macht gleich weiter. Warte mal, nee. Wir machen mal so, System aufdecken. System aufdecken, die ISS Einstein fliegt ohne Umschweife hier rüber. Na komm, nee, stopp, Kommando zurück. Du nimmst natürlich erst dieses System mit. So. Können wir eigentlich auf dem Markt handeln? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Marktsteuer 30% ist ja ganz klar. Die Frage ist, kriegen wir ein paar Mineralien für Credits? Ja. Wir würden 500 Mineralien kriegen für 676 Credits. Credits. Das wäre halt schon wichtig, weil die Mineralien, die brauchen wir jetzt für alles zum Bauen. Machen wir das mal. Da können wir auf der Erde noch eine Legierungsgießerei bauen. Das fände ich jetzt wirklich wichtig. Genau, einmal die Legierungsgießerei. Und genau, dann die weiteren Mineralien brauchen wir halt für den Aufbau von irgendwelchen Minen und diesen ganzen Zubehörzeug, um neue Mineralien zum Beispiel abzubauen, wollte ich sagen.
Im Tuban-System ist es zu einem Aufeinandertreffen mit weiteren Schiffen des Final Crucible gekommen. Sie nähern sich in Angriffsformation. Im Tuban-System? Wo ist das Tuban-System? Ist es das? Ja. Auf Gefechtsstation. Also hier sind wir tatsächlich richtig. Hier sind 4 Korvetten. Oh mein Gott, Leute. Die Dagger-Klasse. Mirakolosova. Ach du Scheiße. Die ISS Einstein weicht aus. Sehr schön. Gut. Ja, es sind Cultist Marauders. Okay, dann hat doch mal die Flotte, glaube ich, eine höhere Priorität. Ja, wir werden sehen. Ja, wir bauen jetzt eh noch eine Legierungsgießerei, da sollte das kein Problem sein. Aber jetzt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal, sag ich mal, 5 Korvetten brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht, also besser eigentlich 10. Construction complete. So, Barnard Star ist in unserem Reich integriert, sehr gut. Dann können wir hier gleich die Bergbaustationen bauen. Es geht um Barnard Star, den Stern tatsächlich, den Klasse M Stern. Und um Barnard Star 3, wo wir Mineralien abbauen können. Okay. Kohlenstoff existiert hier. Offensichtlich in rauen Mengen. Oh, sehr gut. Und die ISS Einstein. Die darf dann mal hier das System erkunden. Gut. Gerade mal 12 Legierungen kriegen wir. Nee, da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Gut, und wir haben tatsächlich 1000 Nahrung. Das bedeutet für uns, wir können auf der Erde das Planetenwachstum fördern. Das ist super, super gut. Damit erhöht sich die Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner um plus 25%. Das ist sehr wichtig. So, das hier ist Sheat. System Survey complete. Okay. Von der Oberfläche dieses Planeten empfangen wir ein schwaches Signal, dessen Quelle eine Art von Ortungsstation zu sein scheint. Tropalium 6. Ja, natürlich erforschen. Das Tropalium-System wurde ganz nebenbei auch vollständig erkundet. Gut. Na, erstmal wird jetzt die Anomalie erkundet und dann kannst du auch weiterfliegen. Gut. Lee Adwurm hat eine neue Stufe erreicht, sehr gut. Eine unserer Kommandanten. Lee Adwurm. Aktuell in Sirius. Construction complete. Und auch Alpha Centauri wurde jetzt für uns beansprucht. Die Frage ist, ich würde ganz gerne als erstes die... Also Alpha Centauri B1, dass wir dann eine Bergbaustation bauen, ist super wichtig. Ne, brauchen wir mal zuerst. Zuerst Alpha Centauri A für die Credits, genau. Dann Alpha Centauri B1. Dann Alpha Centauri 5. Okay. Machen wir mal so. Wunderbar. In Alpha Centauri A, genau. Der Bau der Sternbasis abgeschlossen. Wir sehen, dass unser Reich wächst und erstreckt sich. So, uralte Erkundungsmarkierung. Auf der Oberfläche von Tropalum 6. Hier. Wir erinnern uns, das war die Anomalie. Von gerade eben. Auf der Oberfläche von Tropalum 6 wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen hier zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch hier sind, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie hier an. Okay, cool. Erhalten wir ein paar Mineralien. Wunderbar. Da wird es sich schon fast lohnen, hier gleich den nächsten Außenposten zu bauen.
Aber wir brauchen auf jeden Fall eine neue Korvette, dann können wir auch hier die feindlichen Schiffe angreifen. So, erstmal eine Anomalie in Sirius 5. Okay. Irgendwo unter der kahlen, leblosen Oberfläche dieses Planets haben wir Lebenszeichen entdeckt. Oh mein Gott. Welche Art von Organismen hat dort wohl überlebt? Oder kann dort wohl überleben? Das ist insofern krass, weil wir ja bisher noch keine tatsächlich lebendigen Aliens gefunden haben, sondern immer nur Relikte. Und das wären jetzt die ersten wirklich lebendigen Lebensformen, die wir finden. Wahnsinn. Was ist hier? Eine aride Welt, okay. Und wir haben in Barnard Star die ganzen Bauvorhaben abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben im Grugmora-System Schiffe unter der Flagge des Final Crucible gesichtet. Sie haben ihr Waffensystem aktiviert und bemühen sich, uns abzufangen. Warte mal. Das sind auch drei Korvetten, okay. Okay, sobald die fünfte Korvette da ist, werden wir mal auf Kriegszug gehen. Vielleicht fliegen wir tatsächlich als erstes mal nach Grugmora. Zur weitest entfernten Flotte der Feinde. Gut, und unser Konstruktionsschiff aus Barnard Star. Wollen wir Robalius besiedeln? Bewegen uns zumindest mal dahin. Das ist, glaube ich, gut. Aber hier, die Anomalie wird schon erforscht. Feindflotte ausweichen, genau. Feindflotten in der Nähe nicht mehr relevant. Gut. Zwei Wissenschaftler haben eine neue Stufe erreicht. Sehr cool. Yume Ishikawa leitet die Physikforschung und Emma Brinkman die Ingenieurforschung. Wunderbar. Die forschen Seite an Seite und haben beide eine neue Stufe erreicht. Wunderschön. So. Und hier, wir erlangen dann gleich einen großen Forschungsboost in allen Bereichen. Das ist sehr, sehr gut so. Dann die ISS Einstein. Warte mal. Kannst du mal das System erkunden, bitte? Wie ich es dir gesagt habe? Das wäre ganz lieb. Gut. Und Silizium-Lebensformen. Unter der kargen Oberfläche von Sirius 5 gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk, in dem eine Art von unterirdischer Silizium-basierter Lebensform lebt. Soweit wir das sagen können, ernähren sie sich die Kreaturen von Felsen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sie über eine rudimentäre Form von Intelligenz verfügen. Durch ihre Tunnelgraberei haben sie große Mengen wertvoller Mineralien an die Oberfläche geschoben. Verblüffend, ja. Wahnsinn, wir haben tatsächlich Lebensformen entdeckt. Hier Silizium-Lebensformen. Krass. Anomaly found. Und eine weitere Anomalie gefunden. Es geht wirklich Schlag auf Schlag hier. Procyon 4a. Die atmosphärischen Werte von Procyon 4a passen nicht mit den simulierten Prognosen zusammen. Okay, ja, erforscht es bitte. Gehen wir mal eine Geschwindigkeitsstufe runter. Das ist doch ein bisschen arg schnell, wie es im Augenblick abgeht. Und ja, ich denke, wir können guten Gewissens an dieser Stelle jetzt mal die Folge beenden. Ja, es freut mich wahnsinnig, dieses Spiel jetzt endlich zu Let's Playen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.